Das hier ergibt eine kräftige Farbe. Wie viele Steine kann ich noch sammeln, ey? Ich sollte das Wasser abschütteln. Hey, Mädchen, halt! Es ist zu gefährlich! Das ist der falsche Tag für eine Besichtigung. Wenn du meinst. Ruhig bleiben. Okay. Das war jetzt Hammer. Sei willkommen, Fremde. Er muss jetzt so extra vorlaufen, wie gibt's keinen anderen Eingang? Muss ich dich an das Streitspiel von gestern Abend erinnern? Ich will noch einen Kuchen von dem, was du da. So. Wärterin, gibt es Neuigkeiten? Ich bin der Dornrückenspur beim Steinbruch gefolgt. Sie scheinen aus einer Mine hinten im Tal gekommen zu sein. Die Mine? Wie könnten die Dornrücken dorthin gelangt sein? Ich weiß nicht, aber Alvins Leute haben dort mit Sprengstoff die Tunnel freigelegt. Oh, bei der Liebe des Morgens. Ich sagte ihm doch, dass das Risiko zu hoch ist. Diese Tunnel reichen meilenweit, sogar bis unter den Schrecken. Du glaubst doch nicht, dass Alvins Sprengungen einen Durchgang geschaffen haben? Vielleicht. Ja, vielleicht. Wenn das stimmt, brauchen wir Beweise. Eine Ermittlung. So gründlich, so unbestreitbar und beglaubigt von der Retterin. Alles klar, ich such weiter. Den Charger die Schuld geben. Okay, das habe ich hier. Ich muss gehen. Natürlich. Wenn ich herausfinden will, wo die Dornrücken herkamen, muss ich weiter nach Westen. Noch ein Grund, die Gesandtschaft zu starten. Wische auf, nach oben, vorübergehen. Okay, das habe ich ja. Also das heißt... Okay, das ist cool.
Und dass der Nebenquest jetzt pausiert ist, um nicht weiterzumachen, um Hauptquest voranzukommen, zu gehen. Haben die echt gut gemacht. Ich will nicht darüber reden. In meiner Sicht. Ist gestern noch was passiert? Also schau ich mal, ob ich jetzt irgendwie neue Rüstungen herstellen kann oder erweitern kann. Waffen-Upgrades. Okay. So, jetzt habe ich Stufe 3 akzeptiert. Dann Rückenregulation. Komm. Stoßzahn. Das kann ich nicht. Beutel kann ich immer noch nicht upgraden. Ah. Oh, okay. Oh Gott, muss ich ja noch die Dinges jagen. Okay, ein Spulenplateau für eine Waffen freigeschaltet. Spulen können für Waffen ausgerüstet werden, um deren Leistung zu verbessern. Tippe Weg an, wenn die Waffe in dein Inventar angezeigt wird, um die Spule zu modifizieren. Okay. Stimmt, da habe ich auch noch gleich Fähigkeitspunkte, glaube ich mal, oder? Noch gleich mal noch ein paar Punkte, oder? Jo, Zack, 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 zack. Okay. So. Das ist gut. Und wohin willst du? Das kann ich nicht sagen, wo er hin will, habe ich jetzt nur Augenwinkel gesehen, dass er abgehauen ist.
Warte. Jo. Hast du Schleiferdraht? Aber ja, gerade erst mal gesehen erst. Hier ist alles mit Stolperdraht versehen. Irgendwas ist immer. Halt durch! Mal sehen, was ich tun kann. Versuch, sie in die Stolperdrähte zu locken. Ja. Jetzt weiß ich, wie das aussieht. Wenn ich die richtige Brutstätte finde, erfahre ich, wie man diese Maschine überbrückt. Komm, komm. Ich's mir doch. Das war der letzte. Oh, hallo Schwester. Was für ein Tag. Was für ein Tag. Dank der Schmiede, dass du kommst. Stolperdraht ist praktisch, aber Maschinenjagd ist was für Jüngere. Komm schon her. Ich will mich ordentlich bedanken. Ich sehe, du bist eine versierte Jägerin. Du hast die Wühler schneller erledigt, als die Garde einen Dornrücken. Dann ist die Garde hier durchgekommen? Ja, noch nicht lange her. Haben den Dornrücken erledigt und sind nach Süden.
Und dann tauchten die Wühler auf, um den Kadaver zu zerlegen. War ja klar. Dann kam noch ein Dornrücken hier durch. Ich sag's dir, hier geht's verrückt zu. Die Garde ging also nach Süden? Vermutlich. Im ganzen Tal wimmelt es von denen. Die Garde schien fest entschlossen, sie auszurotten. Verstehe. Moment mal, Rotschopf. Wenn du im Schrecken jagen willst, brauchst du eine Stolperfalle. Und nicht irgendeine Stolperfalle. Eine von meinen. Kostenlos. Handwerklich solide gemacht. Yep. Hab das Design verbessert, seit ich von Kettenkratz weg bin. Hier ist mehr Platz zum Basteln und weniger potenzielle Unfälle. Unfälle in Kettenkratz? Ist in Kettenkratz irgendwas passiert? Wohl eher jemand. Lass mich raten. Orvent. Als ich noch ein Haus in der Stadt hatte, haben ihm meine Waren gut gefallen. Hat immer auf den Orvent-Rabatt bestanden. Ich sagte nein, das hat ihm nicht gepasst. Ich kann es nicht beweisen, aber er hat meine Werkstatt in Brand gesetzt. Seitdem fühle ich mich wohler mit etwas Abstand zwischen uns. Dornrücken? Der Seilbahnfahrer meinte, dass die Dornrücken erst gestern aufgetaucht sind. Weißt du was über sie? Wie geht's dem alten Kahn? Er und ich sind seinerzeit in allen möglichen Ärger geraten. Einmal da sind... Weißt du etwas über die Dornrücken? Nein. Was Kahn sagt, stimmt. Sie tauchten auf und liefen Amok. Zum Glück kamen du und die Garde genau rechtzeitig, um mir meinen Hintern zu retten. So, muss jetzt weiter. Jetzt gehen. Danke für die Stolperfalle. Während du die Dornrücken erledigst, mache ich mich auf den Weg runter ins Jagdgebiet. Weißt du, dass es eine Stolperfallenprüfung gibt? Komm vorbei, wenn du sie versuchen willst. Vielleicht, wenn ich alles unter Kontrolle habe. Erin ging also nach Süden. Ich sollte seine Spuren mit dem Fokus finden können. Stolperfalle erlauben dir, verschiedene Arten vom Stolpertreten zu platzieren. Tippe R2 an, während du zielst, um den ersten Ankerpunkt zu setzen und Feuer erneut um den zweiten zu platzieren. Es gibt ein Limit, wie viele Stolpertreten man zur selben Zeit platzieren kann. Sei vorsichtig, nicht in dein eigenes Stolpertreten zu laufen. Ja, ein Schock, Schaden, Schockaufbau, was das Symbol über innen angezeigt wird. Wenn der Aufbausymbol voll ist, dann werden Gegner für eine kurze Zeit geschockt. Gegner können sich die... Okay, wie vorhin auch. Okay, da ist diese... So. Muss ich nur ein Stückchen weiter vorlaufen. Boom. Ja, super. Der erste Bug. Läuft. Spuren. Den Berg hinauf. Ernst? Mein Fokus hilft mir, sie zu verfolgen. Mal sehen, wohin sie führen. Oh.
auch mal ein Fleisch. Quatsch. Klingt, als wäre jemand am Kämpfen. Ja, ordentlich was zum Kämpfen. Die Dornrücken sind überall. Einer weniger! Das hier! Dafür wurde ich geboren! Keine Buchhaltung! Keine öden Patrouillen am Nachmittag. Nur der Hammer. Nur der Kampf. Aloy? Erend! Bleib, wo du bist. Ich mach den Rest. Verdammt! Schau sie da um. Diese Dornrücken haben Säurekanister auf dem Rücken. Ich kann eine Kettenreaktion auslösen, wenn ich sie mit Säurepfeilen treffe. Mach sie zu Schrott, Aloy! Interessante Sache hier. Die Hammer auf Metall. Ah!
hat wehgetan. So. Oh, du verfügst über ungenutzte Waffen, Outfit, Modifikation, Stelle mit ihnen. Okay. Konnte ich viel was lesen, ey. Sofort komme ich gleich zu dir. Das nehme ich gern mit. Genau zur rechten Zeit, wie immer. Tja, du hattest den schweren Teil für mich. Blieben nur ein paar Nachzügler. Wie schlimm ist es? Das hier, wer braucht schon Rippen? Oh, oh. Schon gut, schon gut. Okay, tja, du bist nicht bis in den Schrecken gekommen, um zuzusehen, wie ich verprügelt werde. Worum geht's? Die Gesandtschaft muss stattfinden. Dann kann ich nach Westen. Und was ich beim Turm getan habe, was wir taten, hat die Gefahr nicht beseitigt. Nur verlangsamt. Es gibt noch mehr zu tun. Wirklich? Das ist großartig. Ich meine, nicht der Gefahr ist nicht vorbei, Teil, der ist nicht so toll. Aber hey, was immer du bekämpfst, dein Speer, mein Hammer, wie in alten Zeiten. Oh. Erend, ich brauche die Gesandtschaft jetzt. Ich kann nicht auf deine Heilung warten. Ein paar Tage Ruhe, mehr nicht. Eigentlich, selbst wenn du nicht verletzt wärst, was ich tun muss, das mache ich besser allein. Allein? War ja klar. Erend! Ich störe euch Turteltauben nur ungern, aber ich bin ziemlich erledigt. Ja, stell dich nicht so an, ich komme. Oh, es wird ja immer besser. Hör zu. Ich lass mich zusammenflicken. In Fahrlicht. Wenn die Gesandtschaft stattfinden soll, brauchen wir diesen Sonnenpriester, den gelehrten Wadis. Oh, den kenne ich. Ich befreie das Tal von Dornrücken und schicke dann Wadis nach Fahrlicht. Dort treffe ich dich. Schätze, das ist eine Art Lebwohl. Wie bitte? Du bittest? Wäre das erste Mal. Was willst du damit sagen? Hey, vergiss es einfach, ja? Es ist nichts. Klingt aber nicht so. Okay, gut. Nach der Schlacht beim Turm, als du fortgingst, du bist ohne einen Handschlag aufgebrochen. Leute wie ich haben an deiner Seite gekämpft und geblutet, Aloy. Und du haust ab. Wer tut schon sowas? So, was nehmen wir denn? Jemand, der einen guten Grund hat. Ich weiß nicht, wie der Vorgeschichte aussieht, aber ich nehme den Gehirn. Erend, dass ich gegangen bin. Und wie? Hatte einen Grund. Einen guten. Danke, jetzt bin ich schlauer. Hör mir zu. Das Leben auf der Erde ist in Gefahr und nur ich kann es retten. Was meinst du damit? Genau das, was ich gesagt habe. Jedes Leben wird sterben, wenn ich nicht... ...einen Teil der Technologie der Alten in Ordnung bringe. Und die Zeit läuft uns davon. Tja, ich schätze, das ist ein Grund, okay? Ich bin ein Idiot. Erend! Bei der Schmiede! Das war mein Stichwort. Vielleicht sollte ich mit euch nach Fahrlicht gehen. Nein, nein, hey, nein, du wirst doch sicher anderswo gebraucht. Wir kommen ohne dich klar. So. Das klingt gar nicht gut. Du wirst dich alleine darum kümmern müssen. Wir halten dich nur auf.
Mal ein bisschen looten. Ich töte nur Wildschweine und ein bisschen von Waschbären. Muss ich mal auch mal die anderen Tiere mal jagen. Gehen. Städte suchen und herausfinden, wie man die überbrückt. Die habe ich wenig gesammelt. Okay, da. Die Osseram sind wohl entschlossen, sich zu wehren. Eine Maschine weniger. Puh, noch. Wie viel noch? Noch einer weniger. Ja, komm. Eine Maschine weniger. Gut so, hau sie zur Schrott. Noch einer weniger. Ich mach dich zur Schrott. Ha, ha. Seht mal, wie das Ding umfällt. So, der Steinbruch ist sicher. Fremde, komm doch mal her. Wir müssen reden. Du wartest erstmal. Erstmal looten. Ich
So. Jetzt kann ich mit dir reden. Keine Ahnung, was eine Nora hier macht, aber wir schulden dir was. Wir haben uns ferngehalten und auf die Garde gewartet, aber einer der Dornrücken griff uns an. Und dann kam es zu einer gewaltigen Auseinandersetzung. Geht es allen gut? Wir haben gute Leute verloren. Aber dank dir haben wir noch den Steinbruch. Jetzt ist es immerhin ruhig. In einem aktiven Steinbruch sollte es in den Ohren dröhnen. Aber die Pfeife in Kettenkratz erklingt nicht, also können wir nur aufräumen. Die Pfeife? Braucht ihr die Pfeife zum Arbeiten? Meine Leute und ich, wir sind hier nur kleine Zahnräder. Solange Alvin nicht pfeift, bleiben die Hammer liegen. Und wenn wir ohne seine Erlaubnis arbeiten, feuert er uns. Meine Leute haben schon genug durchgemacht. Hat Alvin so viel Macht? Er hat Geld und genug Verbindungen, um unsere Feuer auszulöschen. Bei den Dornrücken hätten wir fast bessere Chancen. Der Steinbruch. Woran arbeitest du mit deinem Trupp? Wir sollen in Alvins Parzelle arbeiten, Steine zur Verstärkung von Fahrlicht abbauen. Doch der Arbeitsstopp und die Dornrücken haben uns aufgehalten. Ich habe diese Biester noch nie zuvor im Schrecken gesehen. Wo zum Schmiedefeuer sind die hergekommen? Ich weiß nicht. Zumindest noch nicht. So, muss ich jetzt muss aufbrechen. Bleib gesund. Dank dir könnte das heute tatsächlich möglich sein. Ich glaube, ich habe die meisten Dornrücken erledigt. Kettenkratz kann wieder an die Arbeit. Ich überbringe Irvin die gute Nachricht. Und Wardis. Vielleicht kann die Gesandtschaft dann endlich stattfinden. Da ist was. Juhu. Da ist dieses Lagerfeuer. Oh, komm. Ist wieder ein Stein. Nein, das ist die Zeit, Irvin zu überreden, zu pfeifen und wo er dies nach Fahrlicht zu bringen. Oh, sprich mit Ulwood. Jetzt, wo du sagst, hast du deinen Hammer wiedergefunden? Okay, der ist unten. So. Ah, du bist ja noch hier. Du und die Garia. Du hast wohl keine hohe Meinung vom Magistrat. Nun, ich weigere mich, gute Miene mit fein gekleideten Bürokraten zu machen, während meine Mitarbeiter schikaniert, eingeschüchtert und ausgenutzt werden. Wie nobel von dir. Nobel? Ha. Ich wurde mit dem Hammer in der Hand geboren. Mir hat niemals irgendwer einfach etwas geschenkt. Was ich erreicht habe, habe ich allein geschafft. Und wo ist der Hammer jetzt? Die Bürde der Führerschaft zwang mich, ihn beiseite zu legen. Die Karja riskieren nichts.
verlangen aber, dass gute Osseram ihr Leben aufs Spiel setzen. Jemand musste aufstehen und sagen, ohne uns! Ohne uns, wer hat dich ernannt? Wenn Kettenkatz auf Kaja-Land liegt, sollte ein Kaja-Anführer sein. Wie kommst du dazu? Durch die Unterstützung lauter guter Osseram natürlich. Denkst du, ein Kaja könnte diese Unternehmung anführen? Ha! Der Magistrat schafft kaum den Weg von Fahrlicht hierher, ohne Schrauben zu verlieren. Also hast du keine echte Autorität. Die Leute folgen dir nur, weil du es sagst. Laut genug. Jeder, der Anhänger hat, hat Autorität. Ich war von Beginn an in Kettenkratz. Ich meine, ich bin praktisch sein Gründer. Und die ehrlichen Bürger wissen, dass ich unverzichtbar für Erfolg bin. Die Pfeife ertönen lassen. Ich habe alle Dornrücken erledigt. Oh, wirklich? Jetzt, wo du den Schock verdaut hast, ist es Zeit zu pfeifen. Oh, nicht so schnell. Ich muss jemanden schicken, der die Abschüsse bestätigt. Sicherstellen, dass das Tal wieder sicher ist. Sollte nicht länger dauern als ein... 2 Tage. Nein, du benutzt jetzt die Pfeife. Wir reden hier von unschuldigen Osseram-Leben. Die Verzögerung wird... Entweder tust du es jetzt, oder ich mach's. Ha, ich wusste, dass du es schaffst. Freunde, versammelt euch. Die Retterin von Meridium hat es wieder geschafft. Die Dornrücken sind besiegt. Du! Was? Die Pfeife soll ertönen. Kettenkratz ist wieder im Geschäft! Großartig. Yay. Yay. Und Alvin hat zugestimmt, den Arbeitern persönlich den verlorenen Lohn zu zahlen. Yeah. Das ist schon besser. Yeah. Aha. Ja. Ja. Yeah. Musst du nicht zu einer Gesandtschaft? Ja, das muss ich wohl. Okay. Händler sind jetzt verfügbar. Du kannst neue Ausrüstung kaufen, deine Rohstoffe auffüllen und deine Händler unbenötigte Objekte verkaufen. Objekte in der zu verkaufende Wertgegenstände-Kategorie kannst du immer gut verkaufen. Es gibt viele verschiedene Arten von Händler. Nähere Verkaufen schützen neue Outfits. Jäger verkaufen starke neue Waffen. Kräutererkenner verkaufen wertvolle Tränke. Köche verkaufen Nahrung, die die Fertigkeit stärken. Andere Händler haben ihre eigene einmalige Vorrat. Geh zu einem Händler, wenn du ihn begegnest. Okay. Jetzt, da die Arbeit in Kettenkratz wieder läuft, sollten die Händler wieder offen sein. Ich sollte schauen, ob sie was Nützliches haben, bevor ich Wardis nach Fahrlicht schicke. Höchste Zeit, dass du dich